Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft. Ich hoffe, ihr hattet einen angenehmen Tag, denn wir kloppen jetzt weiter Holz und schauen, ob wir ein paar Setzlinge finden, die wir allesamt weiter unten anpflanzen können. Denn Bäume sind immer gut. Oh, das war's schon. Okay. Schaufel. Das hier noch ein paar Saplings. Und ein Apfel. Schön, schön, schön. Wow, das war knapp. Oh, gleich zwei Äpfel. Die hauen wir uns mal genüsslich rein. Mehr Saplings. Und hier versteckt sich auch noch ein Baum. Und es beginnt zu regnen, natürlich. Was ist denn da hinten? Sieht mal interessant aus. Mal reingucken. Ein schöner Durchgang, der direkt in eine kleine Höhle führt. Hier sind wir wenigstens safe vor dem Regen. Aber wer will schon die ganze Zeit irgendwo rumstehen? Wir haben genug zu tun. Das Dach unserer Hütte fertigstellen. Nur dumm, dass wir jetzt nicht mehr wirklich sehen, wo die Sonne ist. Wie viel Zeit wir noch haben. Dass es dunkel ist. Und da ist schon unser Zuhause, oder? Jawohl. Schön vorsichtig. Sammeln wir gleich mal das Zuckerrohr ein und pflanzen es wieder aus. Ist da noch mehr verschütt gegangen? Nicht? Bei Zuckerrohr werden wir später sehr viel von brauchen. Aber bei dem Sauwetter aufs Dach? Ich weiß ja nicht. Bauen wir uns gleich ein Crafting Table hier in die Hütte rein. Da müssen wir nicht ständig zurückrennen. Und was wir noch machen könnten, ist eine Druckplatte für die Tür. Dann sind wir immer auf der sicheren Seite. Okay, funktioniert. Wunderbar. Und das erste Korn scheint reif zu sein, aber das reicht uns noch nicht. Ach da. Dann bauen wir uns ein paar Stufen. Welches Holz nehmen wir dafür? Nehmen wir normales Oakwood. Stück. Ich glaube nicht, dass das reicht. Und noch ein paar Stickies zum Mitnehmen. Was ist mein Sprousewood? Hier. Der erste Giebel steht, dann gleich den zweiten.
Glaub dafür benutzt, aber das Holz nicht reichen. Nein. Wie hätte es auch anders sein sollen? Hier außen noch ein. Okay, das platziere ich noch. Das war falsch. Aber egal. Nein. Ich glaube, hier draußen wird es mir zu heiß. Gehen wir lieber in unsere Mine. Dort müssten wir relativ sicher sein, da wir jetzt endlich bewaffnet sind. Und das Loch muss ich bei Gelegenheit auch noch zuschütten. Erinnert mich ruhig daran. Und weiter geht's. Wir brauchen sehr viel mehr Rohstoffe. Weil so viel haben wir noch nicht. Da ist wieder unsere Kuh. Und jetzt baue ich mir hier einfach mal eine Treppe hin. Jetzt fürchte ich niemanden mehr. Ach da. Dann finden wir immer den Weg hier raus. Und dann vergreifen wir uns mal am Eisen. Eisen kann man niemals genug haben. Eine Fackel hier rein, damit es schön ausgeleuchtet ist. Fackel hier hin. Wow, da geht's aber tief runter. Da schauen wir vielleicht später rein. Die Kohle hätte ich auch noch gern. Kohle, Kohle, Kohle. Und das Eisen lassen wir nicht vergammeln in der Wand. Komme ich da hoch? Jawohl, geht. Wo sind meine Fackeln? Auf keinen Fall in einen Hinterhalt rennen. Die Höhle scheint sauber zu sein. Das muss ja nichts heißen. Was war das? Ich habe da irgendwas gehört. Wie weit zieht sich dieser Gang noch? Bis hierhin. Und nicht weiter. Ah, ich hätte Pilze sammeln sollen. Ich habe ja schon ein paar gesehen, wenn ich mich nicht täusche. Sammeln wir erstmal Fettkohle ein. Und Kohle ist wichtig. Davon kann man nie genug haben. Und Eisen, jawohl. Vielleicht haben wir jetzt genug Eisen beisammen und uns vollwertiges Eisenwerkzeug zu machen. Dann heißt es nie wieder Steinwerkzeug. Ich hätte mir mehr erhofft. Jetzt haben wir noch eine Fackel hier runter. Sicher ist sicher. Und dann basteln wir uns noch ein paar Fackeln. Ja, wirklich schade, dass es nach so vielen Updates immer noch keine permanente Musik gibt. Da werde ich wohl selber Hand anlegen müssen. Noch mehr Eisen. Cool. Ist doch Eisen, oder? Dass ich jetzt Schwachsinn labere.
Wäre natürlich aber auch nichts Neues. Ja, doch, Eisen. Cool, cool, cool. Ich mag Eisen. Und ich mag Kohle. Wer mag das nicht? Alles schön sauber mitnehmen. Wir haben die ganze Nacht dazu Zeit. Eine Nacht dauert immer noch 8 Minuten. Von daher mache ich mir da keine großen Sorgen. Schön die XP einsammeln. Oh. Okay. Die Spitzhacke machen wir auch noch kaputt. Und schon wieder Eisen. Oh mein Gott. Wie viel Eisen ist denn hier versteckt? Kommen wir da ran? Oh ja. Supi. Erde. Lassen wir die Erde sein. Die Erde, Erde sein lassen. Wie viel Kohle haben wir denn schon? Wow, einen ganzen Stack. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Und Eisen? Eisen, 24. Damit können wir schon mal arbeiten. Das ist supi. Wo ging es hier gleich nochmal raus? Darüber? Und ein bisschen Gravel können wir auch mitnehmen. Aber ich kriege überwiegend nur Flint. Und noch mehr Kohle. Das ist schön. Ich glaube, die Nacht wird noch nicht zu Ende sein. Nach den paar Minuten, die wir hier unten sind. Das Eisen. Sehr wichtig für uns. Ich glaube, ich wiederhole mich. Aber ich glaube, das macht nichts. Oder doch. Oder nicht. Wo zur Hölle ging es hier nochmal raus? War es der Weg hier? Oh ja, da ist meine Treppe. Und wir haben ja immer noch ein bisschen was zum Erforschen. Und ich höre schon nette Nachbarn, nette Freunde. Vielleicht können wir uns mit denen anfreunden. In DayZ funktioniert das ja auch ganz gut. Ein Skelett. Au! Nee. Die sind nicht friendly. Da brauchen wir gar nicht das fragen. Kriegen wir den vielleicht platt? Autsch. Du Schuft. Nein! Nein! Nein, 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 nein. Nur noch ein Herz. Ich glaube, wir schauen, ob wieder Tag ist. Denn hier unten überleben wir keine weitere Minute. Ja, und bevor wir nach oben gehen, würde ich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.